Du musst das gar nicht machen. Wir finden bestimmt jemanden, der diesen Lautsprecher hochhält. Komm, nicht immer du. Wer macht das mal? Wir brauchen einen Freiwilligen. Oder eine Freiwillige. Du machst okay, aber nachher jemand anderen. Okay, könnt ruhig ein bisschen näher zusammenrücken. Eva hat eben schon darauf hingewiesen, bitte möglichst wenig auf dieses abgegrenzte Feld gehen. Der Ärger mit den Landwirten, den brauchen wir nicht auch noch. Haben schon genug. Ja, Sonntagmittag, 11.11., was für ein Datum. Oh ja, Karneval spielt auch eine Rolle heute noch. Kommt später. 11. November 2018, kurz vor 12. Waldspaziergang Hambacher Wald. Ich musste dann heute Morgen mal nachzählen. Wir haben angefangen im Mai 2014. Die Eva steht da drüben noch am Infostand, kommt gleich auch bestimmt mal hier hin. Und ich. Und seitdem machen wir das. Einmal im Monat oder öfter. Und der November 2018 ist, sage und schreibe, der 55. Monat am Stück. Wir hatten noch keine Pause und wir machen auch weiter. Ja, danke. Aber danke auch an euch. Das tut auch gut. Es ist auch ganz schön anstrengend, was wir machen. Aber wir haben das Gefühl, wir müssen das machen. Und wenn wir sehen, was daraus geworden ist, dann bestätigt sich auch das. Wir haben angefangen mit 50 Leuten. Das war damals eine Sensation. Und dann ging das seitdem eigentlich immer höher. Die Höhepunkte in Anführungszeichen waren im September diesen Jahres. Da haben wir auch wegen der Dramatik der Lage haben wir sonntägliche Spaziergänge gemacht. Also im September waren es 5-mal. Und der Rekord war dann am 30. September. Ich erinnere mich noch, da stand ich da vorne auf dem Lautsprecherwagen von Greenpeace. Das war eine angemeldete Veranstaltung. Da musste viel geregelt werden mit der Polizei. Und kurz vor der Begrüßung kam der Einsatzleiter zu mir, wir hatten viele Ordner auch, und sagte zu mir, während wir da sprachen, sahen wir, es kamen Tausende von Menschen aus Bühr und aus Morschenich, und der kam zu mir und sagte, hier auf dem Platz stehen jetzt schon weit über 10.000 Leute, sie brauchen mehr Ordner. Am Ende haben wir an die Presse gegeben, 15.000 Menschen am 30. September beim Waldspaziergang. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es heute ein bisschen kleiner ist, weil was wir da gemacht haben, das war extrem anstrengend, aber auch extrem wichtig. Ja, dann kriegen wir oft so Mails, Briefe, ach, zu den Waldspaziergängen, da kommt doch immer das gleiche Dutzend. Ich frage mal, wer ist denn zum ersten Mal heute da? Ah ja, herzlich willkommen, gleiches Dutzend. Genau, ja, Wahnsinn, es kommen noch eine ganze Menge Menschen. Eva war gerade mal kurz da, kommt vielleicht auch gleich wieder hier rauf. Weiß nicht. Ja, was machen wir? Viele haben auch schon gefragt, viele sind zum ersten Mal da. Manche sind auch ein bisschen verwirrt. Ja, die haben halt gedacht, es gibt hier einen Waldspaziergang, eine kleine Naturführung. Ja, das ist, ja, muss man gar nicht lachen. Ich träume davon, ja schon lange, dass das bald auch wieder geht. Dass wir irgendwann mal, sagen wir mal im nächsten Jahr oder in 2 Jahren, hier wieder ganz normal unterwegs sind. Vielleicht mit einer Schulklasse, einer Familie, einem privaten Wanderclub. Und dann machen wir eine Führung zum Thema Pilze im Hambacher Wald oder Tierspuren. Ja. Nur damit das möglich ist, brauchen wir jetzt, und das ist einfach so, diese Hunderte und Tausende von Menschen heute und noch viel mehr und viel öfter und wahrscheinlich noch die ganzen nächsten Monate. Das ist ganz wichtig, damit wir dieses Ziel erreichen, dass dieser Wald hier stehen bleibt und dass wir mal auch mal wieder runterkommen können und ganz normale kleine Sachen machen können. Also danke euch schon mal. Und während ich hier spreche, es werden immer mehr Menschen. Ja, ich stelle mich aber auch mal vor, eben. Genau, manche kennen mich ja noch nicht. Also ich bin der Michael Zobel aus Aachen, Naturführer und Waldpädagoge. Und neben mir steht Eva Töller aus Aachen. Ich bin glücklich, dass ihr alle hier seid. Und ich wollte noch sagen, ich träume davon, dass das hier ein Lernort wird. Vielleicht so etwas wie die Akademie von Wohlleben in der Eifel, dass die hier eine Zweigstelle bekommt und wir hier vielleicht auch so Trampelwege machen wie in Hohenfenn, dass dieser Boden sich erholen kann und trotzdem die Menschen sich das angucken können und wir hier eine Region schaffen, wo zukunftsweisend mit der Natur umgegangen wird. Ja, und
dann ist es immer so, es wird schon viel angesprochen, es ist immer so, wenn was erfolgreich ist, dann kommen natürlich auch viele Menschen dazu. Und ja, ich bin nie der ganz große Freund von ganz vielen Parteifahnen oder so, aber es sind alles erwachsene Menschen und wer meint, er müsste das machen, hier einen Infostand aufbauen oder Fahnen dabei haben, wir werden hier keinen rausschmeißen und so ist das eben. Es hält sich ja auch im Rahmen und jeder von euch kann ja auch persönlich dazu sagen, was er will. Wir werden hier keinen verweisen des Platzes. Genau, und es hält sich ja auch in Grenzen. Gut, ist auch nicht das Hauptthema heute. Wir haben heute viele Themen. Es ist ein besonderer Tag, 11.11. Jetzt gerade treffen sich die Staatschefs vieler Länder in Frankreich. Auch ein ganz, ganz wichtiger Tag. Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Eine der größten Katastrophen, die die Welt und speziell Europa je erlebt hat. 11.11. Gut, Karneval ist jetzt nicht so wichtig, kommt später. Wir werden heute viele Themen haben und es geht natürlich um den Wald hier, aber wir haben alle, die hier stehen, wissen es und wir haben es gelernt in den letzten Jahren. Die Zusammenhänge, die sind viel, viel größer. Dieser Wald steht für ganz viel, der steht natürlich für die Natur, aber der steht für ganz viele andere Sachen. Und so werden wir heute auch Wortmeldungen haben. Und eine Wortmeldung kommt ganz am Anfang gleich, werde ich gleich vorstellen. Die können sich ja schon mal, die Menschen von Miserior können ja schon mal hier in die Nähe kommen. Ja, dann werden wir unterwegs heute viele Themen haben. Alle haben gehört, Rodungsstock-Hambacher Wald. Was für eine Sensation. 2 Jahre hintereinander jetzt schon, keine Rodungen. Und viele sagen dann, ach super, jetzt habt ihr doch gewonnen, jetzt könnt ihr euch ausruhen. Nein, das geht überhaupt gar nicht. Es gibt zwar den Rodungsstock, die Bäume bleiben stehen, aber der Bagger, wir werden ihn nachher sehen, frisst sich immer weiter an den Wald heran. Das Wasser wird weiter abgepumpt. In den Dörfern, speziell in Mannheim, wird das Abrisstempo gerade dramatisch erhöht und alles das läuft weiter. Und der Wald ist nach wie vor in größter Gefahr und deswegen ist wichtig, dass wir hier sind, dass wir Präsenz zeigen. Und es ist auch wichtig, dass Menschen im Wald sind. Es waren Menschen im Wald, 6,5 Jahre. Und ohne diese Menschen im Wald wärt ihr nicht hier und wäre das nie zu so einem großen Thema geworden. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Es gibt noch mehr Gelegenheiten, genau dazu zu applaudieren. Und es sind auch jetzt wieder, nach diesen ganzen dramatischen Räumungen, sind Menschen im Wald. Aber da kommen wir natürlich zu einem Thema, da wird gerade viel diskutiert und viel gestritten. Und das soll auch heute so sein. Wir werden die Wege sehen, wir werden Barrikaden sehen, wir werden auch Baumhäuser sehen. Und natürlich soll da auch die Frage kommen, was tut diesem Wald jetzt gut, was tut ihm nicht gut? Was ist zu viel, was ist zu wenig? Das ist gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch in den Gesprächen mit der Polizei, die übrigens auch hier dabei ist, auch gut erkennbar. Und ich möchte, dass das auch auf dem Spaziergang zum Thema wird. Und dass auch nachher diese Fragen gestellt werden. Wir haben viele Stellen, wo wir fragen können. Und nicht jeder muss einer Meinung sein, bloß nicht. Das wäre erschreckend. Diese Spaziergänge dienen auch dafür, miteinander zu reden und unterschiedliche Meinungen auszutauschen. Und heute wird das sehr, sehr wichtig. Ja, was machen wir noch? Wir machen den Spaziergang, wir zeigen die Bilder, wir gehen zur Rodungskante. Wir haben einen Zeitplan von ungefähr, ich möchte eigentlich in 3 Stunden wieder hier sein, das kriegen wir hin. Manche fragten, wie ist das denn, kommen wir jetzt zum Loch, können wir das Loch mal sehen? Nein, auf dem Spaziergang können wir zwar sehen, wo das Loch ist, kommen aber nicht zur Kante. Wer aber zum ersten Mal da ist, dem können wir nachher beschreiben, wie man mit einer Fahrt von ungefähr 10 Minuten zu einem Aussichtspunkt kommt. Und wenn man schon mal da ist, sollte man das machen, weil wenn man da das Loch wirklich sieht, dann versteht man noch viel mehr, warum Menschen hier im Wald sind. Ja, 2 Sachen noch. Presse, fotografieren, filmen. Es ist viel, viel Presse heute auch wieder da. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Presse ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und für die Öffentlichkeit. Manche sehen, ich bin hier ein bisschen verkabelt, Spiegel Online nimmt irgendwie auf, was ich hier so sage. Bilder und Filme und Texte sind, vor allem Bilder und Filme sind oft wichtiger als die Worte. Fotografieren gerne, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Also mich und Eva und zu fotografieren oder die große Gruppe, kein Problem. Wenn es um einzelne Menschen nachher im Wald geht, bitte fragen. Manche werden sagen, ist okay und manche werden sehr klar zeigen oder sagen nein und das bitte ich auch zu respektieren. Eigentlich selbstverständlich, aber es muss immer nochmal gesagt werden. 2. Ja, heute haben wir ja eine sehr kleine Gruppe, unglaublich, ist riesengroß, aber im Vergleich klein. Da können wir doch mal 2 Fragen wieder noch stellen, die wir früher immer gestellt haben. Die sind immer ganz schön. Ich sehe eine tolle Mischung von Menschen und 2 Fragen, die fast schon Kult geworden sind, ist nach dem jüngsten und dem ältesten Teilnehmer.
Und ich frage einfach mal hier, ich habe viele Kinder gesehen, und frage einfach mal, wer heute der jüngste Teilnehmer ist. Da ist zum Beispiel ein Pirat. Wie alt bist denn du? 9. Der Pirat ist 9 Jahre. Ich denke mal, das reicht nicht, um jüngster Teilnehmer zu sein. Wer ist denn jünger als 9 Jahre? Da würde gerade irgendwo hingezeigt. Da wird gezeigt, wohin? 3 Monate. 3 Monate? Wie alt? Wie alt? 3 Monate. 3 Monate, okay. Jemand jünger als 3 Monate? Also ich gehe mal davon aus, dass heute unser jüngster Teilnehmer oder Teilnehmerin, weiß ich nicht, 3 Monate alt ist. Ja, und dann kann man genauso fragen, das ist auch nicht unverschämt. Also ich bin im Januar 60, das ist schon ganz schön alt, aber ich glaube, es reicht nicht dazu, um heute ältester Teilnehmer zu sein. Wer hat denn das Gefühl oder weiß, dass er älter als 60 ist? Da gibt's 68, okay, da. 68? Ja, das ist ja nicht älter als 68. Da hinten wird aufgezeigt. 80? Wie viel? 75, okay. 75, jemand älter als 75? Okay, dann einigen wir uns drauf. Jüngster Teilnehmer heute 3 Monate, ältester Teilnehmer 75 Jahre. Wir haben einen Rekord, ich glaube, der ist für die Ewigkeit. Wir hatten, glaube ich, vor 2,5 Jahren im Mai hatten wir eine Führung. Da war der jüngste Teilnehmer 12 Tage alt und die älteste Teilnehmerin 92 Jahre. Ich glaube, das wird noch lange halten. So, und dann genauso spannend finde ich immer, wo die Menschen so herkommen. Hier sind natürlich viele aus der näheren Umgebung, viele aus Köln und Bonn und, oder wir aus Aachen. Das alles reicht nicht, um die weiteste Anreise zu haben. Wer kommt denn ein bisschen weiter, sagen wir zum Beispiel als Bonn? Sie haben aufgezeigt. Mönchengladbach reicht nicht. Osnabrück ist schon ein bisschen mehr. Stuttgart, okay. München, okay. München, aber es reicht nicht, sage ich schon mal. So, genau, jetzt wird nämlich hier hinter mir ziemlich kräftig gewunken. Und ich sage jetzt einfach mal, wir haben heute Gäste aus Kolumbien. Ist jemand... Ja, aber nicht zu früh, Freund, reicht das? Wir hatten schon ganz tolle geografische Diskussionen, aber Kolumbien scheint mir heute die weiteste Anreise zu sein. Und da sind wir schon beim Thema.